Also stellen wir uns mal vor, zum Beispiel Carla und Ian würden sich treffen und sich gegenseitig ihre Probleme erzählen. Carla war ja die hier. Ian. Die treffen sich, keine Ahnung, in der Mittagspause und erzählen sich gegenseitig von ihren Problemen. Und Carla erzählt also, ihr Problem sieht so aus, dass sie diese Gene hat und die sind teilweise verbunden. Und sie möchte eine möglichst große Gruppe von miteinander paarweise verbundenen Genen finden. Und Ian erzählt sein Problem und sagt, er hat diese Investments, die teilweise miteinander verbunden sind. Und er möchte eine möglichst große Gruppe finden von Investments, die nicht miteinander verbunden sind. Und da liegt es natürlich schon nahe zu sagen, Moment mal, das klingt doch sehr ähnlich, was wir da haben. Also erstmal kommen beide Probleme aus einem Bereich, den man mit Graphen beschreiben kann. Das hatten wir letztes Mal schon, noch mal kurz zur Erinnerung. Diese komischen Gebilde, die ich dahin gemalt habe, nennt man Graph. Und wir hatten gesagt, sowas hier nennt man eine Ecke oder Vertex. Vertices im Plural. Und so eine Verbindung zwischen zwei Ecken, wenn sie denn da ist, nennt man eine Kante oder Edge. Und wenn ich das Ganze runterdampfe auf Graphen und nicht mehr rede von Investments oder von Genen, dann heißt das einfach, ich zeichne einen Graphen und versuche eine möglichst große Eckenmenge zu finden, bei der je zwei Ecken mit einer Kante verbunden sind. Und dieses hier heißt, ich habe einen Graphen und ich versuche eine möglichst große Eckenmenge zu finden, bei der je zwei Ecken nicht mit einer Kante verbunden sind. Und das sind tatsächlich bekannte Probleme aus der Graphentheorie, die aus der Praxis kommen. Die haben auch einen Namen. Solche Mengen von Ecken, die alle miteinander verbunden sind, nennt man eine Clique. Oder im Englischen einfach Click, ist dasselbe Wort, kommt von dem französischen Wort. Und damit klärt sich jetzt auch, warum Carla Carla heißt, dann kann man sich das nämlich ganz gut merken. Also dieses graphentheoretische Problem heißt Clique und so werden wir das in Zukunft auch nennen. Und das, was Ian hier sucht, also eine möglichst große Menge von Ecken, die jeweils alle nicht miteinander verbunden sind, das nennt man in der Graphentheorie ein Independent Set. Das fängt mit I an wie Ian, können wir uns auch ganz gut merken. Und ich werde jetzt auch, wenn wir darüber sprechen, immer die englischen Namen nehmen, weil das eigentlich das ist, was man üblicherweise als Bezeichnung benutzt. Dies werde ich dann öfter mal mit IS abkürzen, Independent Set. Click ist so ein kurzes Wort, da schreibe ich einfach Click für. Der entscheidende Punkt ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann bleibt man nicht an dem Punkt stehen, zu sagen, das scheint ja ziemlich ähnlich zu sein, sondern man kann durchaus noch ein bisschen mehr rausarbeiten. Und das können wir vielleicht am besten dadurch erreichen, dass wir nochmal über so ein, zwei typische Probleme aus dieser Klasse nachdenken. Also einmal über ein Click-Problem und einmal über ein Independent Set-Problem. Ich zeichne Ihnen mal wieder eins hin. Das ist mein Graph und auch da überlegen Sie erstmal selbst, was ist die größte Clique, die Sie hier finden können. Also die Frage, die genaue Formulierung der Frage ist, welche Ecken gehören zur größten Clique. Ich sollte vielleicht noch mal dazu sagen, wir haben das bei Valeries Problem gesehen und auch bei Ians Problem kann man das sehen. Es ist nicht bei allen Graphen so, dass es immer nur eine eindeutige Lösung gibt. Aber diese Beispiele, die ich mir jetzt hier gerade ausgesucht habe, sind tatsächlich so, dass es nur eine beste Lösung gibt, weil man dann besser drüber sprechen kann. Also hier kann man wirklich die Frage explizit beantworten. Es gibt nur eine größte Clique und Sie können mal ankreuzen, welche Ecken zu der größten Clique gehören. Die Antwort hätte sein sollen B, C, E und F. Und das zeichne ich jetzt gleich mal in das Bild ein. Also die Antwort wäre gewesen B, C, E und F. Wenn ich diese vier nehme, ist jede mit jedem verbunden. Und es gibt keine Lösung, die mehr als vier Ecken hat, und es gibt auch keine andere, die vier Ecken hat, in diesem speziellen Fall. Es ist durchaus denkbar, dass man zum Beispiel mehrere Viererklicken findet, aber dieser Graph hat nur eine Viererklicke. So, das war Click, und jetzt gucken wir nochmal Ians Problem an, Independent Set, und da male ich mal folgenden Graph hin. Fangen wir mal so ähnlich an.
Die nenne ich auch A, B, C und so weiter. C, D, E, F. Also wenn man das nicht so gut lesen kann, das heißt genau wie hier A, B, C, D, E, F. Und die Kanten, die ich jetzt zeichne, sind die folgenden. Die hier und die hier und die hier und die und die. Und hier möchte ich jetzt von Ihnen haben, das größte Independent Set, IS in diesem Graphen hier. Welche Ecken gehören zum größten Independent Set? Im Prinzip eine sehr ähnliche Aufgabe. Die meisten von Ihnen haben gesehen, dass die Antwort dieselbe ist. Es sind wieder B, C, E und F. Zeichne ich auch mal ein. B, C, E und F. Von diesen vier Ecken ist keine mit einer der anderen drei verbunden, also ist das ein Independent Set. Und auch hier ist es so, dass es keine Lösung gibt, in der mehr als vier Ecken sind und auch so in diesem speziellen Fall, dass es keine andere Viererlösung gibt, außer dieser einen hier. Das Entscheidende ist aber was anderes und ich nehme mal an, dass einige von Ihnen das schon gesehen haben. Ich habe natürlich absichtlich diese beiden Beispiele hier gewählt, weil ich denke, dass man an denen was erkennen kann. Ist Ihnen was aufgefallen bei diesen beiden Graphen? Was diese beiden Graphen verbindet, ist, dass da, wo hier eine Kante ist, hier keine ist und umgekehrt. Ich versuche das mal deutlich zu machen. Ich zeichne mal die Kanten des rechten Graphen mit einer anderen Farbe in den linken Graphen ein. Hier gibt es eine Kante, das ist die hier. Hier gibt es eine Kante, das ist die hier. Hier gibt es eine Kante, das ist die. Und dann gibt es noch diese beiden äußeren Bögen hier. Und umgekehrt mache ich das, dass ich die Kanten von dem linken Graphen, das waren ja die schwarzen, in den rechten einzeichne. Die mache ich hier mal blau. Also hier gibt es diese beiden Kanten, die und die. Dann gibt es hier diese beiden äußeren Kanten, die und die. Dann gibt es die hier unten, die und die. Hier sind noch Kanten, da und da und da. Und dann gibt es diese Kante noch. Jetzt habe ich, glaube ich, alle erwischt. Und wenn Sie jetzt scharf hinsehen, werden Sie sehen, dass ich jetzt zweimal denselben Graphen hier habe. Das ist das, was man einen vollständigen Graphen nennt. Vollständiger Graph heißt einfach, alle Kanten, die man einzeichnen kann, sind auch eingezeichnet. Das bedeutet, vorher war es so, dass der eine Graph jeweils das Komplement des anderen war, das Gegenteil. In dem einen Graphen waren genau da, wo Kanten waren, beim anderen keine und umgekehrt. Und das bedeutet, wir haben den Zusammenhang zwischen diesen beiden Problemen gefunden. Ich sollte mal diese ganzen bunten Kanten wieder wegnehmen, damit man es besser sehen kann. Was man nämlich sehen kann, ist, wenn ich in dem linken Graphen, der das Komplement vom rechten Graphen ist, eine Clique habe, dann ist hier ja jede Ecke mit jeder anderen verbunden. Und wenn ich jetzt diesen Graphen umkehre, wenn ich das Komplement bilde, also überall da, wo Kanten sind, die Kanten wegmache und überall da, wo keine Kanten waren, welche hinmale, dann habe ich genau aus all diesen Verbindungen zwischen den Ecken Nichtverbindungen gemacht. Das heißt, in meinem umgedrehten Graphen habe ich ein Independent Set erhalten. Und den gleichen Weg kann ich natürlich auch von rechts nach links gehen. Wenn ich in dem rechten Graphen ein Independent Set gefunden habe, dann muss ich einfach nur den Graphen invertieren und habe in dem invertierten Graphen im Komplement eine Clique gefunden. Ich habe die Geschichte jetzt im gewissen Sinne falsch rum erzählt. Ich habe die so erzählt, dass ich quasi erst ein Independent Set finde und dann den Graphen umbaue. Man kann sich die Geschichte aber auch andersrum vorstellen. Stellen Sie sich vor, Carla hätte ein Problem für das, hätte eine Lösung für ihr Klickproblem gefunden. Das heißt, sie hat ein Programm, was egal welchen Graph Sie nehmen, immer eine Clique findet, eine ziemlich eine gute Clique und das auch noch in akzeptabler Zeit, also in polynomialer Zeit. Das würde bedeuten, dass das Problem für ihn auch gelöst ist. Denn ihn müsste einfach nur Folgendes machen. Ihn hat irgendeinen Graphen und in diesem Graphen soll er ein Independent Set finden. Was macht er? Er nimmt diesen Graphen und malt überall da, wo keine Kante ist, eine hin, streicht überall da, wo eine Kante war, eine Kante weg. Und gibt dann den Graphen, den er dadurch bekommen hat, an Carla weiter und sagt, fütter den mal in dein Programm ein. Und Carlas Programm findet dann eine Clique und diese Clique ist ein Independent Set für den ursprünglichen Graphen, den ihn hatte. Und umgekehrt ist es natürlich genauso, wenn ihn für sein Problem eine Lösung gefunden hätte, das in polynomialer Zeit
für jeden beliebigen vorgegebenen Graphen ein Independent Set findet und dann auch noch ein maximales Independent Set, dann könnte Kade das Gleiche machen. Sie könnte einen Graphen haben, in dem sie eine Clique finden soll und würde einfach diesen Graphen umkehren, so wie ich es eben beschrieben habe. Sie würde also sagen, Kanten, die da sind, werden gestrichen, Kanten, die nicht da sind, werden eingezeichnet. Dann gibt sie diesen Graphen Ihnen und sagt, fütter den mal in dein Programm ein. Und fertig ist die Geschichte. Ich zeichne das nochmal grafisch ein. Also eine Möglichkeit wäre, und das ist ja symmetrisch, was wir jetzt haben, wir wollen das Klickproblem lösen und die Lösung besteht daraus, dass wir den Graphen invertieren. Und stattdessen lösen wir das Independent-Set-Problem, wenn es dafür eine Lösung gibt. Und damit haben wir auch für Klick eine Lösung gefunden. Oder umgekehrt, wir wollen das Independent-Set-Problem lösen. Wir invertieren den Graphen. Und lösen stattdessen das Klick-Problem. Und wenn wir eine Clique gefunden haben, haben wir damit ein Independent Set gefunden, ist nämlich identisch. Ist ein anderer Graph geworden durch das Invertieren, aber die Antwort wird dieselbe sein, und zwar die richtige sein. Das ist auf jeden Fall richtig, was ich hier sage. Ich habe aber eben eine Sache beim Erzählen so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und vielleicht haben Sie das gemerkt oder denken Sie mal ein bisschen drüber nach. Ich habe gesagt, wir gehen mal davon aus, nehmen wir mal diesen ersten Fall hier. Ihnen hätte eine gute Lösung gefunden, also für diesen Teil des Problems hier, ein Independent Set finden, hat er einen Algorithmus gefunden, der dieses Problem in polynomialer Zeit löst. Dann sagt Carla, ich kann das Problem jetzt auch lösen, mein Programm sieht so aus, das besteht aus zwei Teilen, erster Teil Graph invertieren, zweiter Teil ins Programm anwenden. Ist das dann auch eine polynomiale Lösung? Genau, aber das muss man sich zumindest nochmal überlegen. Also Sie haben genau die richtige Sache gesagt. Carlas Algorithmus wird natürlich langsamer sein als Ihns Algorithmus, weil Carla ja erst den Graphen invertieren muss. Ja? Sie muss also zwei Dinge machen. Ihns Programm muss nur das hier machen, was immer es hier tut. Das wird eine bestimmte Laufzeit haben. Carlas Programm muss zwei Dinge machen. Es muss erst den Graphen invertieren und dann Independent Set lösen. Aber wie Sie schon sagten, das Graph invertieren bedeutet ja, dass ich einmal durch alle Kanten durchgehe. Und wir hatten uns schon überlegt, die Anzahl der Kanten ist höchstens n². Das heißt, dieser Teil des Algorithmus, das Invertieren des Graphen, ist höchstens quadratisch, also auch polynomial. Wenn also das hier polynomial ist und das auch polynomial, ist die Summe von den beiden auch polynomial. Also ist Carlas Lösung auch immer noch polynomial, wenn Ihns Lösung polynomial ist. Und umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Ja. Was hier passiert ist, dafür gibt es einen Fachbegriff, man sagt, man hat ein Problem auf das andere polynomial reduziert. Also der Fachbegriff ist polynomiale Reduktion. Da stecken zwei Dinge drin. Mit Reduktion ist gemeint, ich habe ein Problem auf ein anderes zurückgeführt. Also ich löse das Problem gar nicht wirklich, sondern ich ändere einfach ein paar Dinge und dadurch brauche ich es gar nicht mehr zu lösen, weil ich stattdessen ein anderes Problem löse, was dem verwandt ist. Das bedeutet das Wort Reduktion. Und das Wort polynomial bedeutet, dieser Änderungsprozess, den ich da mache, nämlich das hier, das ist die polynomiale Reduktion, der dauert selbst nicht zu lange. Denn sonst würde mir das natürlich nichts bringen. Wenn dieser Schritt, den ich hier eingekringelt habe, der eigentliche Reduktionsprozess selbst unglaublich lange dauern würde, dann wäre mir ja dadurch nicht geholfen. Dann könnte es zwar sein, dass das Programm, was ich dann aufrufe, super schnell ist, aber ich habe vorher für das Invertieren des Graphen exponentielle Laufzeit gehabt, dann nützt mir das nichts. Ja? Aber in diesem Fall sehen wir, dass in beiden Fällen nur ein Graph invertiert werden muss. Das ist höchstens n², also haben wir kein Problem. Wir können also jetzt Folgendes vielleicht schon mal festhalten. Dieses Problem Independent Set und das Problem Clique, die sind im gewissen Sinne, man könnte sagen, gleichwertig. Wir müssen das später noch mal ein bisschen genauer rausarbeiten. Aber ich male mal solche Pfeile dazwischen. Das bedeutet, es besteht ein sehr enger Zusammenhang zwischen den beiden. Finden Sie für eins von beiden eine polynomiale Lösung, haben Sie automatisch für das andere auch eine gefunden.